So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Heute kümmern wir uns um diesen schicken PC mit einem FSP-Gehäuse und mal schauen, was wir hier alles zu tun haben. Irgendwas hat mit dem PC nicht gestimmt und es liegt am RAM. Okay. Frag mich gerade, wie man Milch auf dem PC vergossen hat. Wer trinkt denn ein Glas Milch an seinem Schreibtisch, wo er gerade zockt? Oder, keine Ahnung, oder Videoschnitt oder irgendwas macht? Wer? Also wenn man wirklich so traditionell ein Glas Milch am Tag trinkt, dann macht man das doch morgens beim Frühstück und nicht, wenn man hier am PC sitzt. Na gut, vielleicht ist man selbstständig und sitzt dann direkt schon morgens da am PC, aber dann verstehe ich das immer noch nicht. Egal, müssen wir vielleicht auch nicht unbedingt verstehen. Tauschen wir mal den RAM aus. Oh, ich glaube, wir haben den RAM gar nicht nachgekauft. 8 GB, 3000 MHz. B-Skill, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, den haben wir nicht. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben schon welchen, aber den habe ich für einen PC gekauft eigentlich. Obwohl, wenn ich mich so umschaue, sind das 3 Riegel, die ich habe. Das heißt, doch einer wäre hierfür sogar vorgesehen. Sekunde, ich habe nicht gelesen, ob wir irgendwelche Kabel, dunkelgrauen Kabel. Okay. Ein Umstieg von pink auf dunkelgrau. Auch interessant. Entweder hat sich da jemand zu einem Emo verwandelt. Na? Ja gut, aber ich kann es auch verstehen, wenn man irgendwann einfach keinen Bock mehr auf Pink hat, die ganze Zeit, in seinem PC. Geflochten oder einfarbig. Vergesse das immer zu schauen, geflochten. Stimmt, das hatten wir im vorletzten Part, wo ich die gekauft habe. Beziehungsweise, nee, es war im letzten Part, oder? Egal. In irgendeinem Part auf jeden Fall, wo ich die gekauft habe, wo ich mich die ganze Zeit gewundert habe, dass die alle geflochtene Kabel mögen. Beziehungsweise plötzlich alle nur noch diese geflochtenen Kabel wollten. Verstehe ich es immer noch nicht so ganz, aber von mir aus. Hier jemand, der uns leider nicht zeigen will, was er auf seinem Desktop hat. Aber dafür ein Bild von einem Strand. Entweder ein Stockfoto oder ein Bild mit einer Drohne vom Urlaub. Das sieht aber eher weniger danach aus. Egal. Viel zu tun war ja sonst nichts. Oder? Nö, sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwas testen sollen. Warum ist jetzt nur noch 4 Sterne? Vielleicht, weil ich erst zu diesem Tag jetzt fertig geworden bin. Okay, das kann natürlich sein. Aber sonst würde ich es wirklich nicht verstehen. Haben wir jetzt eigentlich wieder die 5 Sterne? Weil es sieht wirklich ganz, ganz knapp danach aus. Weil man sieht es vielleicht nicht in der Aufnahme, das weiß ich nicht. Aber die Sterne sind alle sowieso nicht ganz voll. Wieso auch immer das der Fall ist. Aber es sieht noch so nach einem minimalen Unterschied aus zwischen dem 4. Stern, wo es ein winziger Punkt ist, und hier, wo es ein ganz kleiner, aber nicht so ganz, ganz winziger Punkt ist bei dem 5. Ich glaube, wir haben noch nicht ganz 5. Aber so 4,999 gefühlt auf jeden Fall. Ja. Ah, genau, das ist das FSP-Gehäuse. Das war auf jeden Fall ein Bild, den ich jetzt machen muss. Ah, okay, das war sowieso nur ein Bild. Okay, AMD. Stimmt, genau, das war das System. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, was ich hier bauen wollte. Da müsste ein Ryzen 7 rein. Na, ein Ryzen 7800X rein. Dann die EVGA Wasserkühlung. Frage ist, tun wir die dahin oder dahin?
da oben, also prinzipiell, was ich hier für ein Problem habe, da oben sieht es aus, wenn ich die Kabel, also fangen wir den Satz nochmal von vorne an und diesmal richtig, wenn ich das dahin mache, sieht es meiner Meinung nach von den Radiatoren her besser aus. Aber die Schläuche sehen halt scheiße aus. Hier vorne sehen die Schläuche okay aus. Aber der Radiator sieht halt kacke aus. Ah, das ist, glaube ich, auch eine von den Gehäuseabdeckungen, die magnetisch ist. Ah, okay, da hinten passt sowieso nicht hin. Vermute mal wegen dem Gehäuselüfter. Sekunde, habe ich jetzt Wärmeleitpaste drauf gehabt? Ja, ich glaube, ich hatte schon welche drauf. Egal, nicht schlimm. Ja, das ist so ein magnetischer Staubfilter, den habe ich auch. Die sind praktisch. So. Da sind 2x 8 GB mit 3000 MHz von G-Skill drin. Mit feinster RGB-Beleuchtung. Oh, interessant. Interessante Mechanik. So. Dann da kommt diese kleine 1080 rein. Weil wir sowieso schon eine Komponente von... Das war doch ein EVGA, ja. Genau, das habe ich gemacht, weil ich ja sowieso schon Komponenten von EVGA drin hatte und dann habe ich das auch einfach noch gemacht. Genauso wie bei diesem Netzteil von FSP. Zum einen deswegen und zum anderen, weil es cool aussieht. Oh, FSP, was habt ihr denn getan? Warum macht ihr denn dann ein Cutout, damit man das Netzteil sieht? Und dann ist das für euer eigenes Netzteil nicht perfekt gemacht, sodass man hier den letzten Buchstaben gut sieht. Ich meine, von hier aus ja, aber meiner Meinung nach muss man es auch von hier und hier sehen können. Oder wenigstens so, wenn man geradeaus drauf guckt. Vielleicht ist das natürlich auch für die nicht Hydro Series, sondern wie heißt die andere Serie an Netzteilen? Nicht Hydro, auch Hydro, das eine ist Hydro G und das andere ist Hydro PCM. Ich glaube, das Hydro G hätte man sogar ganz drauf gesehen. Aber ich wollte unbedingt das Hydro PCM. Egal, hätte man meiner Meinung nach sowieso trotzdem besser machen können. Könnte man sich ein Beispiel an Asus nehmen. Die haben in ihrem fetten Gehäuse da das Ganze auch so gebaut, dass man das perfekt sehen kann. Wenn man ein Asus ROG Netzteil nimmt, dieses Netzteil mit dem LCD-Screen. Ich weiß sowieso nicht, wieso Asus da bei ihren ganzen Produkten auf OLED-Screen setzt. Oder insgesamt ein Bildschirm mit einer Live-Anzeige, was der PC verbraucht, an Netzteil baut, weil... Warum? Das macht niemand und es hat auch einen Grund. Es ist unnötig. Das sind unnötige Kosten, die da aufkommen. Okay, sonst wollte die Person da nicht großartig was haben. Wie gesagt, das sind einfach unnötige Kosten. Genauso das Gleiche machen sie auch bei ihrer Wasserkühlung. Bei ihrer Kompaktwasserkühlung. Denn die hat auch eine Anzeige darauf. Aber die ist noch unnötiger, denn die zeigt noch nicht mal, auf jeden Fall standardmäßig, ich weiß nicht, ob man da auch was anderes anzeigen kann, auf jeden Fall standardmäßig zeigt die noch nicht mal was Sinnvolles an, sondern da ist einfach so ein ROG-Logo, was so ein bisschen leuchtet, aber das hätte man nicht mit LED-Beleuchtung machen können, sondern nein, dafür kommt dann ein OLED-Screen hin, der mit gefühlt 5 FPS dieses Teil die ganze Zeit zum Leuchten bringt und es sieht unglaublich schäbig aus. Aber von mir aus.
So, eine Festplatte. Oh, nee, nee, nee. Zwei, eine M2. Und die ist da drunter. Oder ist das... Sag nicht, dass das... Ah, doch. Gut, ich hatte gerade kurz Panik, dass das hier ein Mainboard ist ohne M2-Slot, aber nee. War ein anderes Mainboard, was keinen hatte. So, dafür ist das Gehäuse an sich sonst ganz schick. Nicht zu sehr over the top. Kann man machen. Gut, dann bekommt die Person jetzt nur das Betriebssystem. Sonst hatte ich ja keine Aufträge für diesen Tag. Aber ich könnte jetzt mal... Naja gut, nee. Jetzt ist er ja schon hochgefahren. Mittlerweile ist das Problem auch... Bei der M2 ist es die da drin ist, gibt es halt gefühlt gar keine Wartezeit mehr. Da kann ich nicht gerade mal sagen, ich gehe währenddessen mal kurz hier alles durch und schaue mir das an, was es so gibt. Weil das Teil einfach so mega schnell ist. Okay, das ist alles jetzt nicht so das wahre. Ja, ein 8 GB RAM-Riegel, den kann man mal mitnehmen, aber nur 120 mm Wasserkühl. Ich hab sowieso 4 oder 5 Stück im Inventar davon gerade. Also nicht 120 mm, aber gebrauchte Wasserkühlungen. Und die macht sowieso keinen Sinn. 1050 mit 2 GB und ein i3 7350K ist meiner Meinung nach sowieso eine ziemlich unnötige CPU. Und abgesehen davon brauche ich die halt gerade auch echt nicht. Obwohl, was könnten wir nicht mal eine grüne Sache hier nehmen? So ein Grün. Nicht Regenbogen. So. Ja, das könnte man machen. Was ist, wenn ich das hier nehme? Müsste das nicht langsam heller werden? Ah, okay, das dauert aber zu lang. Ah, das sieht okay aus. Okay, das muss ich dann vielleicht ein bisschen langsamer machen. Okay, das sieht irgendwie aus, als wäre der PC am Abstürzen. Nehmen wir das hier, das ist ein bisschen sanfter. Ja, das kann man machen. So. Dann lassen wir hier mal einen Benchmark durchlaufen. Wenigstens das dauert hier noch ein bisschen. Gut, wie gesagt, das hier ist sonst unnötig. Meine Worte zu der CPU habe ich auch schon so ein bisschen gesagt, aber ich kann es gerade auch nochmal so dazu sagen. Ein Zweikerner mit 4 Threads. Da braucht man auch nicht großartig übertakten. Ich glaube, mehr muss ich da nicht unbedingt zu sagen. Der Style ist halt einfach mega useless. So ein... neue Mainboards. Und auch endlich was von Asus. Also, weitere Sachen von Asus meine ich damit. Und es ist mal wieder Intel. Hat Asus nicht auch mal bitte endlich Sachen für AMD? Das Saying? Ich meine, ja, das Teil sieht cool aus. Mich wundert, dass es keine RGB-Beleuchtung hat. Vielleicht auch schon, aber auf jeden Fall auch im Produktbild nicht. Okay. Ich hätte gern trotzdem mehr Mainboards in dieser Preisklasse, in dieser mittleren Preisklasse für Ryzen. Weil hier sieht man es ja nochmal gut. Das Mainboard ist das, was wir gerade in dem PC benutzen. Das ist ganz schön und gut. Aber das nächstbessere Mainboard, was cool aussieht, also nicht das hier, ist dann halt echt... Erst das hier und das sind 185 und das sind 110. Da ist so eine minimale Preisklasse dazwischen. Und wenn wir hier jetzt mal bei Intel schauen, vergleichbar mit dem ist ungefähr
ja, sagen wir mal, das hier bei der Aorus oder das 170 MTEC. Und da ist so viel zwischen. Naja, von mir aus. So. Core i5-8400, Cooler Master, Mastercase, Maker 5 MSI Dragon Edition. Also ein kürzerer Name ist Cooler Master auch echt nicht eingefallen, oder? So, wo ist das denn? Das hört sich irgendwie cool an. Es sieht auch cool aus. Ah, das ist das. Wenn ich mich nicht irre, hat MSI mit diesem Gehäuse doch auch ein Pre-Built-System. Also irgendein schlecht konfiguriertes, überteuertes. Nee, keine Ahnung. Aber ich habe irgendwie im Kopf gerade, dass MSI damit irgendwie schon ein Fertig-PC hat. Aber ich bin nicht ganz sicher. Gut, die eBay, die zwar ein kompletter Müll. So, das hier lese ich mir gleich durch. Wir können jetzt mal schauen, ob der PC hier fertig ist. Ja. Gepackt hat er auch das, was er soll. Gut. Dann können wir den hier auch schon wegstellen und kassieren. Richtig gute PCs. Perfekt. Und wir sind knapp an 18.000. So. Das hier nehme ich trotzdem nicht. Da will ich mir lieber erstmal ein bisschen Arbeit sparen bei diesem automatischen Verkabelungswerkzeug. Aber das dauert noch. Leider. So. Das ist auch kein Auftrag. Das hier ist ein Auftrag. Und das hier. Ich mache was und auf einmal funktioniert nichts mehr. Alt-Strong F. Gibt es nur ein Piep? Der PC wird ein bisschen heiß. Aber 250. Dann gibt es nur ein Piep. Mache irgendwas und auf einmal funktioniert nichts mehr. Die Sache ist, das kann halt da wirklich schon wieder alles sein. Das Schwierige ist, es könnte hier halt. Also, ich schließe mal das Netzteil aus, weil zum einen ist es zu günstig und zum anderen, dann würde im PC wahrscheinlich überhaupt nichts passieren. Den Kühler schließe ich auch aus, weil das ist ein passiver Kühler. Da kann eigentlich rein logisch nicht viel kaputt gehen. Oh, das sind zwei Grafikkarten. Das ist ein SLI mit zwei verschiedenen. Wer macht denn sowas? Es kann natürlich ein Festplattenfehler sein. Darauf würde ich jetzt aber nicht unbedingt bauen. Aber es kann dann halt am Ende immer noch entweder das Mainboard oder die CPU sein. Und deswegen lassen wir das mal lieber. Das ist mir zu heikel. Und hier ist ein Aufrüstsystem. Ahoi, man kennt mich als Captain Ben Arrow. Gerade habe ich versucht, mal einen Probeflug mit einem neuen Flugsimulator Microsoft. Mit dem neuen Flugsimulator Microsoft Flight Simulator X zu absolvieren. Aber wie sich herausstellt, ist mein guter alter PC diesen Ansprüchen wohl nicht mehr gewachsen. Ich möchte gerne anfragen, was für Upgrades wohl notwendig wären, um das Ding noch in die Luft zu bekommen. Solange werde ich es wohl noch mit einer älteren Version probieren müssen. Ich bin schon gespannt, was sie für mein Baby tun können. Erstmal das Höhenruder trimmen, over and out. Und wir sollen was genau tun für $300? 3D Mark ausführen. Eine Grafikkarte aufrüsten. Ach, wie, da ist gar keine Grafikkarte. Doch, da ist eine Grafikkarte drin. Wir müssen Mindestanforderungen schaffen. Okay, Mindestanforderungen. Da haben wir. Nee, Flight Simulator X. Oder ist es doch einfach nur der?
Pentium G4400 und Pentium G4500 und eine R9 280 3 GB. Das hört sich aber doch irgendwie an nach weniger. Der i3 ist auf jeden Fall besser. 8 GB RAM sind auch locker drin. Die X1050 Ti soll schlechter sein? What? Hä? Ich kann mir das jetzt nicht so ganz erklären. Ich schaue jetzt einfach mal nach. Im Inventar nach. Habe ich da schon irgendwas, was besser ist als eine 1050? Ja, eine 1060. Sprich, ich mache das Ganze einfach zu einem Upgrade mit Gebrauchteilen. Genau. Ja, gut, ne? Mal machen. Und hier ist noch eine Reparatur. Unglaublich, mein PC ist kaputt. Würden Sie bitte mal prüfen, was hier nicht stimmt? Ich habe ein Getränk über das Gehäuse verschüttet und jetzt funktioniert nichts mehr. Mein Bruder hat Silverstone in seinem PC und sagt, das sei vom Allerfeinsten. Ich mache mir Sorgen wegen Gebrauchtteilen. Silverstone-Netzteil wahrscheinlich. Ja. Silverstone ET650B. Das könnte interessant sein. Das ET650B. Okay. Vielleicht was teureres nehmen. Ah, nee. Bleiben wir mal dabei. So, dann könnten wir uns noch die Sachen durchlesen. Hallo, einst kannten Sie mich unter dem Namen Giovanna. Okay. Ich soll das vielleicht noch lesen. Ein Strom von Energie von einem in ein anderes Leben so unendlich und wunderschön unterstrich. Okay, das war echt schwer zu lesen. So, jetzt fangen wir aber erstmal mit der Mail an. Da hat sich ja vorher die Schwester gemeldet oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Irgendjemand hat sich gemeldet aus der Familie. Eins kennen Sie mich unter dem Namen Giovanna. Machen Sie sich jetzt keine Sorgen. Ich bin in Sicherheit. Tatsächlich ist es besser als nur in Sicherheit. Ich habe auf einer höheren Ebene der Existenz Erleuchtung erfahren. Mein Partikelbeschleuniger hat ein Loch in das gestanzt, was ihresgleichen ganz naiv die Wirklichkeit bezeichnet. Ich bin zur anderen Seite durchgedrungen und habe ein unendliches Licht gefunden. Hier verbirgt sich alles Wissen. Alles ist so, wie es sein sollte. Meiner Kenntnis nach hat sich mein Bruder Marco an Sie, an Sie gewendet. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde ihn wissen lassen, dass es mir gut geht. Leben Sie wohl und vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich werde über Sie wachen. PS, in dieser Daseinsebene jenseits der Existenz spielt der Begriff des Geldes keine Rolle mehr. Ich muss wohl nicht extra erwähnen, dass etwaige ausstehende Beträge Marco in Rechnung gestellt werden müssen. Hat er sowieso noch schön bei mir. Es steht ja auch gar keine E-Mail-Adresse mehr da. Super. Okay, lesen wir noch das hier. Wir haben festgestellt, dass Sie Ihren kostenlosen Test von Dynabiert immer noch nicht in Anspruch genommen haben. Besuchen Sie unsere Dynabiert-Geschäftsstelle vor Ort, sprechen Sie mit einem unserer Kollegen, um dieses wertvolle Angebot nicht verfallen zu lassen. Hier ein paar Pressestimmen. Dynabiert hat bei uns ein ungeheures Renommee. 22 Tipps für den erfolgreichen Einstieg mit Dynabiert, Rainer Aumann, Mühler Tageblatt. Niemand hat bisher irgendwas Schlechtes über Dynabiert sagen können. 10 Geheimnisse über Dynabiert, die Sie noch nicht kannten. Pauline Landau, Herforder Heimatnachrichten. Melden Sie sich an, bitte. Tun Sie es mir zuliebe. Das ist mir überaus wichtig, bitte. Dynabiert und die Liebe. 4 Gemeinsamkeiten, Björn Weiß, Wirneburger Kurier.
melden Sie sich noch heute für Dynaviert an und Sie erhalten kostenlos ein 5-teiliges Sofort-Aktionspaket. Ihre Freunde werden richtig staunen. Dynaviert, pst, nur kein Aufsehen. Dynaviert Corporation. Ich will den Newsletter loswerden. Egal, irgendwie kriegen wir das bestimmt noch hin. Das haben wir auch. Wow, dann war das ein ziemlich ruhiger Arbeitstag. Also nicht war, sondern wird der nächste. Aber das war's dann auch hiermit von diesem Part von PC Building Simulator. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat und nichts mehr verpassen wollt. Und bis zum nächsten Video. Ciao!